Hallöchen und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Batman Arkham City. Ja, wir sind in der letzten Folge dabei stehen geblieben, die Daten von den Wächtern zu scannen. Ich werde jetzt direkt wieder hier anknüpfen, denn ich habe ja gerade das Ganze neu geladen. Und ich weiß auch jetzt, wo man... Verdammt, ja, Daten sind unvollständig. Die restlichen Daten. So fortschrittliche Technologie hat damals eigentlich noch gar nicht existiert. Es scheint, als seien die Daten in einem geteilten Speicherbereich abgelegt worden. Vielleicht bekomme ich die Informationen von den anderen Wächtern hier unten. Ja, ich dachte nämlich, das letzte Mal findet weiterhin wahrscheinlich hier Wächter, um die Videodaten vollständig zu rekonstruieren. Genau. Und ich dachte das letzte Mal, dass man gar nicht hier durchscannen kann, dass man das irgendwie einschlagen muss. Deswegen, das hat mich verwirrt. Hätte ich einfach probieren sollen. Aber ich habe da in dem Moment nicht dran gedacht. Oh, oh. Ach, du Heiliger. Jetzt kommen auch noch Gegner, beziehungsweise Gegnerinnen. Boah, die haben ordentlich was drauf. Da muss ich schon hier die Betäubung nehmen. Verwenden. Und jetzt mal auf die Mütze geben. Zack. Okay, die können schon... Boah, was? Die lebt immer noch. Die können echt einiges einstecken, muss ich sagen. So, und ich denke, ich nehme an, hier kommen jetzt auch wieder welche angelaufen. Was? Ich muss so nah dran. So, wo bleibt ihr? Ach, die kommen. Dabei kommen sie nicht. Ja, hier unten haben wir ja letztes Mal alles abgesucht. Ich würde sagen, wir gucken weiter oben mal. Mal. Boah, habe ich gerade einen Frosch im Hals? Nee, das war kein Frosch im Hals, das war so was anderes. Eine Kröte. Ach ja. Das müsste dann eigentlich... Ach, guck mal, da können wir sogar rein. Oh! Gott sei Dank, ich wollte gerade sagen, Gott sei Dank nur eine, aber die können echt einstecken, Mensch. Schön betäuben. Was mache ich da? Shit. Komm. So, und schön ausschalten hier. Das war richtig saubere Arbeit. So, wie machen wir das denn nochmal hier? Manchmal vergesse ich die Sachen einfach. Vielleicht... Ist egal, ich hab's vergessen. Ich freue mich jedenfalls richtig auf Batman Arkham Knight. Das muss ich nochmal erwähnen. Wird, glaube ich, richtig gut. Die Musik, oh, wie ich die mag. Im Hintergrund gerade. Ist das der letzte? Ne, ich glaube danach kommt noch einer. So, jetzt Vorsicht, nicht, dass hier noch welche um die Ecke kommen. Ah, guck mal hier. Bereits gescannt? Echt? Achso, hier ist das. Waren wir auf der Seite? Ne, hier waren wir, glaube ich, noch nicht. Hier ist aber auch nichts. Hier ist nur die Riddler-Herausforderung. So, ist hier was? Ne, einmal kurz hier hin. Einmal da hoch. Ah, guck mal hier. Ja, ist das der letzte? Ist, glaube ich, kann, glaube ich, ganz gut möglich sein, ja. Hammer nice. Die zusammengesetzten Überwachungsaufnahmen zeigen, wo die Attentäter hingegangen sind. Sie wird einen Geheimgang passiert haben. Ich muss ihn finden.
Ach, der ist hier links, ja, bei dem, soll ich Poster sagen? Ja, ich habe hier den Geheimgang. Ja, haben wir, betätigen wir jetzt. Finde mithilfe der Bilddaten den Geheimeingang. Sieht haben aus, wir jetzt als ganz schnell gemacht. Hier das Richtige. Und da ist auch schon das Schwert. Oh ja. Kommt da noch jemand? Nee, ich glaube nicht. Protokoll 10 tritt in 4 Stunden in Kraft. Protokoll 4, sagt er. Okay. Hier geht's dann wohl nicht, ja? Ich bin immer noch erkältet. Ich glaube, das lasse ich mal hier. Da will ich mich nicht groß mit abhalten. Was ist jetzt los? Fuck. Bruce, du kannst mich hören, nicht wahr? Du musst ins Licht gehen. Dein Vater und ich warten. Wir haben dich so vermisst. Du musst es tun. Du musst es für uns tun, Bruce. Bruce? Bruce! Bruce! Hörst du mich? Deine Vitaldaten, sie brechen ein. Es ist, als wären sie im freien Fall. Was immer du auch suchst, du musst es finden. Sofort! Wie viel Zeit bleibt mir? Oh, Gott sei Dank. Ich will nicht drum rumreden. Wenn es so weitergeht, Minuten. Ehrlich, Bruce, du musst mir genau sagen, was ich tun muss. Was soll Robin machen? Du weißt, wenn du nicht... Ich schaffe es. Das wollen wir mal hoffen, dass wir das schaffen werden. Und ich glaube, da geht's lang. Wir müssen jetzt erstmal den richtigen Weg finden. Ja, und wir scheinen ziemlich krank zu sein. Jokers Mittel hat echt funktioniert. Beziehungsweise Gehwirk. Okay, hier. Fuck, hier können wir nicht, wir können nichts mehr machen. Wir können nur noch gehen. Die Uhr tickt. Wir können auch nicht mehr laufen. Oh Mann. Ja, da lang müssen wir. Durch das Tor da hinten. Ja, sieht ganz danach aus. Das ist hier echt ziemlich crazy alles. Das erinnert ein bisschen. Kleines bisschen. Ich wollte sagen, ein bisschen an Moria von Herr der Ringe. Aber ein ganz kleines bisschen nur. Wegen den Statuen da und so. Wer es kennt, wer Herr der Ringe geguckt hat, weiß, was ich meine. Warnung beherzigen sollen. Hier unten wird dich niemand retten. Halt! Hallo, Talia. Wie konntest du uns finden? Ich habe deine Leibwächterin wiedererkannt. Ich musste ihr danach nur folgen. Herrin, ich habe mich von ihm austricksen lassen. Verschwinde! Ich kümmere mich später um dich. Wieso lässt du dich festnehmen, nur um mich zu sehen, Bruce? Nach unserer gemeinsamen Nacht in Metropolis hättest du doch auch einfach anrufen können. Ich bin nicht deinetwegen hier. Wo ist Ra's? Wenn er wieder tot ist, musst du ihn wiedererwecken. Nur ein würdiger Nachfolger darf dem großen Ra's al Ghul gegenübertreten. Mein Vater wollte immer, dass wir zwei zusammen sind und seine Armee gemeinsam befehligen. Stell dir das vor. Du, ich, eine bessere Welt. Dein Gesicht! Was ist passiert? Ich will den Platz an deiner Seite einnehmen. Du willst ein Assassin werden?
Wieso sollte ich dir diesen Sinneswandel glauben? Du hast mein Gesicht gesehen. Sehe ich aus, als hätte ich eine Wahl? Bist du bereit für die Prüfungen des Dämons? Beweise, dass du ein Leben beenden würdest, um die Welt zu retten. Ich bin bereit. Mögen die Prüfungen beginnen. Und das ist Talia al Ghul. Tausende von Kriegern sind auf der Jagd nach dem Dämon umgekommen. Viele der Möchtegern-Nachfolger waren nicht mehr als Kinder, die gegen die Grauen der Schöpfung ankämpften. Hab schon Schlimmeres gesehen. Nichts kann dich auf das vorbereiten, was folgt. Die Vorsehung entscheidet über dein Schicksal. Ich scheitere nicht. Ich habe diese Worte bereits 100 Mal gehört. Hoffen wir, dass du recht behältst. Die Tochter von Ra's al Ghul wollte ich noch hinzufügen. Deine Reise beginnt hinter dieser Tür. Fangen wir an. Bist du dir sicher, Bruce? Nur ein Mann hat diese Probe je bestanden. Versuchst du etwas, mir auszureden? Natürlich nicht. Ich wollte, dass du dir sicher bist. Wenn das Blut des Dämons von dir Besitz ergreift, bist du auf dich allein gestellt. Wie immer. Mögen die Geister gnädig sein. Let's go, würde ich mal sagen, oder? Willkommen, Detective. Ich bin der große Ra's al Ghul. Vor dir liegt die erste Prüfung des Dämons. Du musst aus dem Kelch trinken. So einfach ist es. Dann werden wir das mal tun. Gut. Spüre, wie das Blut des Dämonen durch deine Adern strömt, deine Gesundheit regeneriert und deinen Willen manipuliert. Deine nächste Aufgabe ist leicht. Folge mir durch diese Welt und die Prüfung ist bestanden. Wenn du auf dem Weg etwas berührst, stirbst du. Oh fuck, wie soll das denn funktionieren? Okay, wir versuchen. Oh. Wir werden es versuchen. Alles klar. Jetzt werden meine Flugkünste auf die Probe gestellt. Diese Prüfungen werden zeigen, ob du stark genug bist, meine Armeen zu führen und diese Welt von dem Bösen zu befreien, das sie zerstört. Well, let's go. Schön mit Auftrieb. Das macht sogar Spaß. Geht's weiter? Wow. Okay, jetzt habe ich das mit den Klingen wegdrücken verstanden. Zack. Bist du derjenige, nach dem ich gesucht habe, Detective? Mein Nachfolger? Und weiter geht's. Weiter geht's, weiter geht's. Und das geht richtig zur Sache hier. Schön runter. Das Blut des Dämonen hat es mir ermöglicht, 600 Jahre zu leben. Stell dir vor, wie viel Gutes du in so einer Zeitspanne tun könntest. Ewiges Leben oder ziemlich lange Leben. Nein! Fuck! Okay, nochmal. Shit, shit, shit. Da war ich ein kleines bisschen zu voreilig. Shit. Oh Mann. Ich muss ja nicht unbedingt daher fliegen. Hier, da wo es angezeigt wird.
Ja, da kann man nämlich auch herfliegen. Wie ich sehe, wird dein Körper schwächer. Die geringe Menge, die ich dir zu trinken gab, wird dich ein paar kostbare Stunden länger am Leben erhalten. Zeit für dich, die ultimative Entscheidung zu treffen. Kommen deine Kämpfer jetzt wieder? Nee, okay. Flieg, flieg, flieg. Und das machen wir eigentlich relativ gut, will ich mal behaupten. So. Ein paar Batarangs, kommen die damit klar? Oh, und wir können ja runterfliegen. Bei den Prüfungen des Dämons ist dein Instinkt gefragt. Vergiss die reale Welt. Meine Güte, ich muss mich gerade mega krass konzentrieren. Ja, den haben wir auch runtergekickt. Und ihn auch? Ah, das haben wir jetzt nicht geschafft. Jawohl, wir haben es. Zack, fast geschafft. Bam und bam. Es wird Zeit, dir gegenüberzutreten. Bewältige diese Herausforderung und das Blut des Dämonen wird dir das ewige Leben schenken. Los geht's. Und Abflug. Oh shit. Also ich ahne nichts Gutes. Jetzt generell bei der ganzen Aktion hier. Und rein. Alter. Gut gemacht, Detective. Jetzt komm und finde mich. Hole dir deine Belohnung. Da mal her damit. Du hast es geschafft. Bist du überrascht? Natürlich nicht. Ich habe immer daran geglaubt. Wo ist Ross? Ich muss ihn sofort sehen. Mir läuft die Zeit davon. Deine letzte Herausforderung wartet hinter dieser Tür. Ich bete, dass die Geister gnädig sind. Ja, aber wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Bis dahin. Ciao.